Moin Freunde, was geht? Erschütternde Nachrichten, Leute, erschütternde Nachrichten. Etwas, was so in der COD-Szene noch nicht war. Wir haben Live-Mitschnitte von einem Videoanruf zwischen Glenn Schofield, dem Verantwortlichen von Sledgehammer Games, und Bobby Kotick. Ich kann euch nicht sagen, wo wir das her haben. Es ist Top Secret, Leute. Bobby Kotick, ihr wisst es, der geldgierige Geschäftsführer, CEO von Activision Blizzard. Und irgendein Leaker hat dieses Videotelefonat zwischen den beiden abgefangen und hat es aufs Deutsche übersetzt für uns. Das heißt, bevor ich weiter darüber spreche, Leute, lasst uns mal reinhören und dann müssen wir unbedingt darüber sprechen, was hier passiert. Ist absolut krass. Glenn Schofield, Sledgehammer Games. Scofi, Bobby Kotick hier. Hallo, Herr Kotick, schön, dass Sie anrufen. Ja. Wie sieht's aus mit dem neuen COD? Ich brauche neues Geld auf meinem Konto. Ja, wir arbeiten am WW2. Gar kein Thema. Ja, natürlich arbeiten wir dran. Ja, es wird nicht fertig. Wird nicht fertig. Okay, jetzt bin ich taub. Ja, wir haben keine Zeit. 6 Monate ist zu wenig. Wir haben ja gerade erst angefangen damit und alle anderen hatten 3 Jahre. Was? 8 Monate sind nicht genug? Was erzählst du da? Die anderen haben auch nur 16 Monate gehabt. Ja, früher war es 3 Jahre. Früher war es mir auch egal. Das ist mir egal, ob es fertig wird. Aber es wäre gut, wenn wir einfach jetzt WW2 vergessen machen und einfach MW2 Remastered rausbringen. 30 € und ein paar Monate später BO2, auch Remastered, auch 30 €. Verdienen wir trotzdem genug Geld. Mein Konto füllt sich nicht von alleine. Aber das Game wird nicht fertig. Eine Map, 2 Waffen vielleicht. Mehr schaffen wir nicht bis Oktober, November. Ich. Ihr schafft nur eine Map und 2 Waffen? Ich will 2 Maps und 4 Waffen zum Release. Die merken das gar nicht. Wir sagen ihnen einfach, das ist das beste Spiel aller Zeiten und dann sagen wir denen, in der nächsten Season kommt noch was. Wie in der Season dann rausbringen. Das können wir nicht machen. Die Leute geben doch viel Geld dafür aus. Dann machen wir das Game aber günstiger, weil es ja nicht richtig gut ist. Eine Map, 2 Waffen. Maximal. Vielleicht auch nur eine Map und eine Waffe. Ja, ist egal, dann macht trotzdem fertig. Merkt eh keiner. Ja, ist ihnen egal. Okay, das ist gut. Wir nehmen eine Map, die wir schon hatten. Fällt eh keinem auf. Ja, die sind alle blöd. Ja, warte, ich check mal meinen Kontostand. Ja, ist noch Geld drauf, aber SBMM bleibt trotzdem drin. Alles klar, Idioten. okay. Wichser. Schockierend, Leute. Schockiert. Ich hab diesen Videoanruf jetzt ein paar Mal mittlerweile gesehen und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich, es ist. Aber jetzt mal ernsthaft, Leute. Das neue COD Vanguard. So soll es ja heißen, so ist der Arbeitstitel aktuell. Eigentlich. Eigentlich. Dieses Telefonat hat ja schon Sinn gehabt. Dieses nur COD soll dieses Jahr 2021 rauskommen. Es hat schon Gerüchte gegeben, ohne bestätigte Quellen, dass das Ganze im Sommer schon rauskommt. Das könnt ihr abhaken, denn dazu muss man eines wissen, Leute. Es hat eine Randnotiz, das Ganze. Das Game ist eigentlich erst seit 5 Monaten wirklich in der Bearbeitung. Bis Ende Dezember hat Sledgehammer Games, der diesjährige Entwickler vom COD, nämlich noch Personal gesucht und Personalanzeigen gestellt. Das heißt, in einem COD, was eigentlich immer 3 Jahre Entwicklungszeit hat, sind wir aktuell bei nur noch einem Jahr Entwicklungszeit. Und damit ihr genau versteht, wie das ungefähr aussieht, male ich euch das einmal auf. Also Leute, normalerweise ist es so. Ihr habt die verschiedenen Jahre. Das hier ist jetzt das Jahr 2021. Hervorragend. Dann habt ihr das Jahr 2022 und dann habt ihr noch das Jahr 2023. Was? Okay, das ist Jahr 2023, Leute. So, normalerweise, wenn wir jetzt sagen, hier in diesem Jahr soll ein Game released werden und hier soll eins released werden und hier soll eins released werden. Wie macht man das am besten? Das Game, was hier released werden soll, in diesem Jahr hier, wird hier entwickelt, vorbereitet. Das schreiben wir mal auf. Vorbereitet. Ja, sehr schön. Scheiße. Okay, das heißt vorbereitet. Hier ist dann die Hauptentwicklung. Nennen wir es mal
Fundament. So, Leute. Das hier ist das Fundament. Die Gameplay-Mechaniken, die Engine, die Maps, es wird ganz, ganz viel hergestellt. Vorbereitung umfasst auch sowas wie das Team zusammenstellen, Brainstorming, Ideen, all das. Dann kommt das Fundament und dieses Jahr ist eigentlich das letzte Jahr, das dritte Jahr, immer nur noch zum Feinschliff. Das schreiben wir selbstverständlich auch auf und ich gebe mir beste Mühe, dass man auch Feinschliff genauso gut lesen kann wie alles andere. Und ich bedanke mich und ihr dürft gerne ein Like und ein Abo an dieser Stelle dalassen für den besten Künstler der Welt. So, das hier ist der Feinschliff. Die Teaser werden bearbeitet, die Trailer werden bearbeitet, an der Mechanik wird nochmal gearbeitet, es kommen nochmal neue Maps dazu, neue Waffen, all die wichtigen Dinge noch. Was passiert jetzt aber, wenn wir hier ein Game releasen wollen und wir streichen dieses komplette Jahr raus? Die gesamte Vorbereitung geht flöten. Keine Mitarbeiter, die man dazu holen kann. Man muss also auf das zugreifen, was man aktuell hat. Dazu kommt das Problem, dass man kein Brainstorming macht, weil die Zeit einfach nicht ausreicht. Es geht hier im Prinzip direkt mit der Entwicklung los. Das heißt, Probleme, Tests, Bugfixes, all das fällt raus in dem Moment. Was passiert also, wenn man nur diese 2 Jahre hat? Man hat so ein Game wie zum Beispiel Black Ops 4. Recycelter Content, schlecht gemacht. Game war trotzdem spielbarer als das, was wir in Modern Warfare oder Cold War teilweise haben. Was passiert jetzt aber, wenn die Entwicklerstudios auch dieses Jahr nicht mehr behalten dürfen? Und es ist nur noch dieses eine Jahr. Und genau das ist die Situation, die wir aktuell haben. Sledgehammer Games musste im Dezember mit dem Game anfangen. Und es ist bestätigt, sie durften und konnten nicht früher, weil gar nicht klar war, worauf es hinausläuft. Dezember, das heißt, die haben die Zeit für Feinschliff, für Fundament und für Vorbereitung und zwar innerhalb von 12 Monaten. In dieser Zeit muss eine Beta fertig werden, eventuell eine Alpha, Maps, Waffen, Designer müssen eingebunden werden, alles mögliche. Das Ganze ist zum Scheitern verurteilt. Das hier ist das Zeichen für international Scheitern. Was heißt das also? Wir haben bestätigte Leaks und einer davon, Leute, kommt von Tom Henderson. Und Tom Henderson, ich verlinke euch beide Artikel über den Merkur, wo Tom Henderson auch zitiert wird, unten in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt euch das gerne auch angucken. Tom Henderson hat vor ein paar Tagen, und das ist der Leaker, der den COD-Titel Vanguard geleakt hat, der geleakt hat, dass jetzt der Battlefield 6 Trailer oder Teaser kommt, der kam ja vor 3 Tagen, der angekündigt hat, dass die Verdansk-Map ins Jahr 1984 zurückgenukt wird, lange bevor wir alle wussten, auf was das eigentlich hinausläuft. Das heißt, Tom Henderson ist einer der bekanntesten und renommiertesten Game-Leaker, die wir aktuell in der Spielebranche haben. Und der hat vor ein paar Tagen getwittert, und das kann ich euch gerne auch sonst zeigen. Und das Passende dazu ist aus dem Ingame-Artikel hier, den verlinke ich euch auch als Quelle dafür, diese Spalte. Zuletzt hatte sich Tom Henderson auf Twitter schon ausgiebig über Activision und Treyarchs Umgang mit Warzone, dem Battle Royale zu Call of Duty, beschwert. Die vielen Hacker und das mangelhafte Waffenbalancing hätten das Spiel für ihn ruiniert, schrieb er am Anfang des Monats. In Bezug auf WW2 Vanguard schrieb vor wenigen Tagen dann jemand auf Twitter, dass Sledgehammer Games dabei wäre, den letzten Sargnagel für Call of Duty einzuhämmern. Den Gedanken scheint Tom Henderson zu teilen, der auf den Tweet antwortete: Vanguard, um es einfach zu sagen, ist ein verdammtes Desaster. Mehr dazu würde der Insider später erzählen. Was heißt das für uns, Leute? Bekommen wir dieses Jahr wieder ein COD, was eigentlich erst mit den Seasons fertig wird? Bekommen wir dieses Jahr überhaupt ein COD? Halten Sie stur an diesem Zeitplan fest? Oder ist es das Jahr, wo wir das erste Mal notgedrungen sehen, dass Activision die Entscheidung trifft, dass das Game nicht released wird, sondern dass es verschoben wird? Es gibt noch einen zweiten Artikel, den werde ich euch jetzt nicht vorlesen, den habe ich aber auch unten verlinkt. Da stehen auch, dass viele Leaker immer noch der Auffassung sind, dass Activision dieses Jahr eine gute Chance hat, das neue COD ins Jahr 2022 zu verschieben, weil wir durch Cold War, Multiplayer, Cold War an sich, Warzone und Modern Warfare Multiplayer so viele Möglichkeiten für Content noch haben, dass das Ganze auch ins nächste Jahr noch ausreichen würde. Andere Liga wiederum sprechen davon, dass wir ja, und das ist ja mittlerweile schon kein Gerücht mehr, es ist ja schon, jeder weiß es, Modern Warfare 2, der Multiplayer Remastered, ist im Prinzip in den, man könnte sagen, auf den Festplatten bei Activision drauf und wartet darauf, released zu werden. Ebenfalls ist am Anfang des Jahres klar gemacht worden, dass auch Black Ops 2 als Remastered Multiplayer auf dem Weg in die Kassen sein kann oder auf dem Weg in den PlayStation Store.
Das bedeutet also, Activision sieht, glaube ich, das Problem, was wir haben, ist aber noch nicht bereit, eins von den beiden Sachen tatsächlich zu releasen. Die einfachste Möglichkeit wäre tatsächlich, wenn sie einfach statt Vanguard, was absolut, also es geht nicht mal darum, dass es nicht fertig wird, Leute, sondern dass es nichts mit einem COD zu tun haben wird. Es wird ein Mess sein, ein Desaster, ein atomarer Unfall. Es wird ein Warzone-Event 3.0 sein. Alle freuen sich drauf, jeder erwartet eigentlich aber trotzdem gar nichts. Und wenn es kommt, ist es noch enttäuschender als das, was man sich sowieso nicht ausdenken konnte. Das heißt, dieses ganze Chaos, Leute, beginnt gerade erst. Und meine Prediction aktuell ist, das neue COD wird dieses Jahr nicht released werden. Ich gehe davon aus, dass wir MW2 als Remastered Multiplayer bekommen für einen günstigeren Preis. Das Ganze wird 2, 3, 4 Monate halten. Dann werden sie im Jahr 2022 Black Ops 2 rausbringen. Und dann im Jahr 2022 entweder mit Vanguard weitermachen oder wir sehen den Release von dem neuen Modern Warfare Remastered, wie auch immer sie es nennen wollen, wo Infinity Ward jetzt auch schon wieder seit einem Jahr dran arbeitet. Krasse News, Leute. Krasser Scheiß. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde natürlich darüber berichten. Diese Woche könnt ihr auch noch ein sehr positives Video erwarten. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Eindrücke zusammengesammelt für euch über die neue Season, über Season 3, die wir aktuell haben, die tatsächlich mal etwas sehr, sehr viel Positives berichtet. Das heißt, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, ihr habt am Anfang ein bisschen Spaß gehabt. Ich bin raus. Haut rein.